Oh Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswald und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ich freue mich außerordentlich hier heute in Radebeul. Diese Schale von Nampeio, von Hanu, ist der Zusatz immer, weil Nampeios gibt es viele, zu übergeben mit einem Bird-Design, wie man klar erkennt. Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts muss ich sagen, war ein Fehler, aber für das Radebeuler Museum zu übergeben. An Herrn Schul zunächst und an Herrn Leipold, der es dann in die Vitrine einstellt. Herr Wiesner, herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk. Und wir wissen das zu würdigen und vor allen Dingen, wir werden es in Ehren halten. Und auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und hoffentlich auch Jahrhunderte dann hier behalten dürfen. Dass ich diese Figur hier, Figurine aus dem Cochiti Pueblo getöpfert, Zeit etwa um 1900, 1910, dem Museum für die Dauerausstellung für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte, übergeben darf, Herr Tschenko. Ja, Herr Wiesner, auch in dem Sinne vielen, vielen Dank dafür und die kommt also auch in die gleiche Vitrine, denke ich, und hat also einen Ehrenplatz. Und die sind herzlich für jederzeit willkommen, sich ihre guten Stücke immer wieder anzuschauen. Danke. Okay, Robin. Willkommen im Schalmei-Museum in Radebeul. Am heutigen Tage. Der Anlass ist ja die Übergabe der einzigartigen Töpferkunstwerke an das Schalmei-Museum. Jedoch vorher noch eine Frage. Sie waren
als lange als Ranger in den Nationalparks im Südwesten der USA tätig. Wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie in einem idyllischen Ranger-Holzhaus inmitten der Prärie gelebt? Also das war tatsächlich ein Holzhaus, und zwar das, was die Kräfte dort etwa in den Jahren 1920, 1930 bei der großen Rezession gebaut haben, als, man muss auch sagen, eine Arbeitsbeschaffung. Und es war ein wesentlicher Bestandteil meiner Interessen eigentlich, dass ich im Park mit den Leuten des Parks zusammenlebe, das heißt dann auch übernachte. Und das habe ich 8 Jahre lang gemacht, 2-mal im Mesa Verde im Park und 6-mal im Bandelier National Monument, also auch im Bandelier Nationalpark. Was waren dort Ihre Aufgaben? Also die Aufgaben waren im Bandelier National Monument breiter angelegt, weil es ist eine kleinere Organisation. Mesa Verde ist eine große Organisation, und das, was man überall findet bei großen Organisationen oder kleinen Organisationen, bedeutet, dass in kleineren Organisationen der Einzelne eine viel breitere Aufgabenstellung bekommt. Und im Bandelier National Monument zum Beispiel habe ich Führung gemacht, natürlich alles Englisch, das ist klar. Dann zweitens, wir nannten das Deskwork, also Auskünfte im Visitor Center. Und drittens, weil Bandelier einen besonders großen Campground, also eine Fläche, wo man mit dem Campingwagen hinfahren konnte und übernachten konnte, auch manchmal eine ganze Woche zubrachte dort, habe dann noch Campground, ja, Living History gemacht. Und was liegt näher? Bandelier National Park. Der Name jedenfalls kommt von Alphonse Bandelier, also einem geborenen Schweizer. Noch dazu in Bern, also französisch. Und demzufolge, Living History ist dann ein Deutscher mit englischem Akzent. Oder Englisch mit deutschem Akzent, besser gesagt. Die Stücke, die Sie hier heute dem Karl-May-Museum übergeben haben, woher haben Sie die? Ist das aus Ihrem Familienbesitz oder haben Sie die dort vor Ort käuflich erworben oder gefunden oder ersteigert? Oder wie sind Sie in den Besitz dieser Stücke gekommen? Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Stücke sind ja alle von 1900, 1910 etwa geschätzt, ohne Signatur, die gab es damals noch nicht. Und wenn man wie ich 8 Jahre lang immer in der Hochsaison in der Gegend ist, primär dann 6 Jahre im Bandelier National Monument, ist man, das ist etwa eine Stunde weg von Santa Fe, da erlebt man dann den Indian Market, die Veranstaltung in den USA zu Native Kunstartikeln, also Indianer Kunstartikeln, und man hat auch die Künstler ringsherum. Man befindet sich im Bandelier eigentlich, auf der einen Seite ist San Ildefonso Pueblo, auf der anderen Seite ist Cochiti Pueblo, und deswegen habe ich hier auch ein Objekt von den Cochitis dabei, weil ich auch emotional stark verbunden war mit denen, auch Familien kannte dann im Cochiti Pueblo und auch lebende Künstler besucht habe. Und der Bandelier National Monument hat eigentlich den Cochitis ein bisschen Land, nicht ein bisschen, relativ viel Land weggenommen, und man findet heute noch Stellen, wo die Indianer sich zurückziehen und ihre Interessen pflegen im Park. Der Grund, warum Sie sich für die Indianergeschichte interessieren, beziehungsweise warum Sie Ranger geworden sind, ist das ein banaler Grund oder sind Sie in Deutschland polizeilich gesucht worden, dass Sie ausgewandert sind? Ja, das kann ich auch relativ einfach beantworten, weil ich habe schon als Gymnasiast, also als Jugendlicher, habe ich mal in der Schule einen Vortrag über die Räteromanen gehalten. Also das Interesse an Geschichte und an Minderheiten, Rätoromanen in der Schweiz oder in Südtirol, findet man das Gleiche, war schon immer gegeben, auch im Beruf nebenher. Wenn ich auf Reisen in der Welt war, habe ich immer Bescheid gewusst über die Dinge des Landes, die wichtig waren, in das ich gereist bin. Und insofern habe ich dann, wie ich pensioniert war, das sozusagen nicht nebenbei, sondern zur Hauptaufgabe. Ich benutze öfter das Wort Berufswechsel, vom Ingenieur zum Hobby-Völkerkundler, Hobby-Ethnologen gemacht. Wären Sie lieber Old Shatterhand oder Winnetou? Das ist eine schwierige Frage, weil sind ja beide keine Ethnologen. Oder,
oder Völkerkundler, aber mit Sicherheit kann ich kein Indianer sein, das passt ja gar nicht. Also ich kann zwar den Bandelier in der Living History nachmachen oder Alphonse Bandelier, um bei der Aussprache zu bleiben, aber ich kann sicher kein Winnetou abgeben, bin kein Indianer und dann bleibt nur Old Shatterhand, aber Ethnologe war er auch nicht. Wie sind Sie auf das Karl-May-Museum hier in Dresden-Radebeul aufmerksam geworden? Das liegt zusammen, hängt zusammen mit meiner Vortragsthematik. Ich habe morgen ja einen Vortrag am Samstag wieder. Das ist der 20. hier im Karl-May-Museum. Damit bin ich, glaube ich, derjenige, der am meisten Vorträge überhaupt im Karl-May-Museum gehalten hat. Der erste war im Januar 2000. Und aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass die Geschichte hat in München, wo ich zu Hause bin, angefangen. Und zwar der Gestalt, dass ich, das ließ sich nicht vermeiden. Ich bin in einer Wandergruppe im Münchner Süden und ich habe da immer 3-4 Monate im Jahr gefehlt. Und dann ist natürlich der Leiterin aufgefallen, dass ich nicht da bin und dann hat sie gefragt, was machen Sie da? Und dann habe ich erzählt, was ich mache, dass ich eben in Nationalparks der USA eben Rangeraufgaben ausführe. Und dann hat sie gesagt, ja, das war ja sofort, nicht? Also was ganz Besonderes. Und dann wissen Sie, es gibt auch sicher nicht sehr viel Deutsche. Und ich behaupte mal, jetzt in 2018 gibt es wahrscheinlich sowieso keinen mehr mit der neuerlichen Politik. Jedenfalls damals waren das auch ganz wenige. Und demzufolge habe ich dann einen Vortrag im Münchner Süden als erstes gehalten. Der zweite war dann schon ganz öffentlich im Münchner Zentrum, im Fischerei- und Jagdmuseum. Und von dort kam die nächste Anfrage aus Kiel, sodass ich heute insgesamt über 170 Vorträge in deutschlandweit gehalten habe, nämlich zwischen Herrnhut, also ein Völkerkundemuseum, und Kiel. Das ist ein deutsch-amerikanisches Institut damals gewesen, ist heute immer noch etwas da, Nachfolgerorganisation, und Saarbrücken, wenn man sozusagen. Und inzwischen bin ich zwar etwas älter geworden, habe das konzentriert auf München, aber mein Museum ist nach wie vor eine Ausnahme, die ich gerne wahrnehme und wo ich dann auch sehr gerne durch die Verbindung solche Objekte zur Verfügung stelle und zur Schenkung mache. In Ihren Reiseplänen ist da nochmal geplant, dass Sie nach Amerika fahren, in so eine Range und dort nochmal Urlaub machen oder ein paar Tage verbringen? Nein, oder Freunde besuchen? Da muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, nein, ich möchte eigentlich angesichts des Alters und ich habe auch ein paar andere familiäre Themen, dass ich eigentlich mich nicht so lange wegbegeben möchte und mir das eigentlich auch gesundheitlich nicht mehr antun möchte. Aber einen Vortrag halten, inzwischen werden es übrigens mehr Anfragen wieder als früher. Ich hatte das mal aus familiären Gründen fast auf Null fahren müssen, also machen müssen. Ich habe ein Jahr lang fast keinen Vortrag gehalten. Karl May war dabei, aber sonst keinen anderen. Und, aber insgesamt möchte ich das schon so konzentrieren und ich bin froh, dass ich das überhaupt gesundheitlich und sachlich auch noch so machen kann. Genau, also wir freuen uns erstmal. Die Schenkung kommt von einem Privatsammler, Herr Jürgen Wüstenei aus München, der viele, viele Jahre in Amerika in Nationalparks gearbeitet hat und der schon dem Museum einige Stücke überreicht hat aus seiner Privatsammlung und auch schon viele, viele Jahre dem Museum als Freund, Förderer zur Seite steht, auch jedes Jahr Vorträge hier hält. Ja, und wir haben uns schon seit längerer Zeit über verschiedene Sachen, vor allem der Hopi-Töpferkunst, unterhalten. Und er hat sich jetzt bereit erklärt, für unseren Raum hier ein paar Objekte bereitzustellen. Und das ist einerseits eine Töpferschale der berühmten Hopi-Künstlerin Nampeo. Sie gilt heute als die bekannteste indianische Töpferin überhaupt. Und dann eine Tonfigur der Koshiti Pueblo, also wirklich eine alte Rarität, die vieles über die indianisch-euroamerikanischen Beziehungen auch erzählt.
Was haben Sie sonst noch so in der Sammlung? Also Sie haben ja sicherlich noch weitere Arbeiten aus dieser Richtung, abgesehen von natürlich auch Textilien und so. Vielleicht können Sie mal zusammenfassen, was es hier sonst noch so zu sehen gibt. Also wir sind ja, das Karl-May-Museum zählt mit zu den bedeutendsten indianischen, nordamerikanischen Sammlungen, die es überhaupt hier in Europa gibt. In Nordamerika gibt es sicherlich noch größer vergleichbare Sammlungen und Museen. Aber ich denke mal, wir hier in Europa können sagen, unsere Privatsammlung ist mit die renommierteste und bedeutendste, die es überhaupt in Europa in diesem Umfang gibt. Wir sehen hier in der Dauerausstellung um die 800 Objekte aus dem gesamten nordamerikanischen Kulturraum, angefangen vom Norden Alaska bis hinunter in den Süden. Insgesamt haben wir eine Sammlung von über 2000 nordamerikanischen Objekten hier im Museum. Der südwestliche Kulturraum ist ein Schwerpunkt immer der Sammlung des Karl-May-Museums gewesen. Hängt natürlich auch mit Karl-May selber zusammen. Seine Romanfigur Winnetou war ein Apache, stammte also aus den Gegenden des Südwestens, also New Mexico, Arizona. Und seine Witwe Clara May, die dieses Haus, dieses Museum hier mitbegründet hat und auf deren Idee dieses hier zurückgeht, die war vor allem für den Südwesten Nordamerikas sehr begeistert, brachte viele Gegenstände aus diesem Kulturraum mit, viele Töpfereien, Flechtereien, Körbe, Teppiche. Und von daher hat uns immer noch ein kleiner Baustein gefehlt, ein kleines i-Tüpfelchen auf dieser schon bedeutenden Sammlung. Und das war eben eine Schale der berühmten Töpferin Lampeo und eben genauso eine Figur der Koshiti, die uns jetzt Herr Wüstenmeier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Sie sagten gerade, es sind über 8000 Exponate. 800 Exponate. Sind das alles Originale oder sind das Plagiate, die Sie nachgebaut haben? Das sind hier alles Originale. Bis auf die Kostümfigur des Dakota-Häuptlings. Da haben wir ja im letzten Jahr den Spendenaufruf getätigt. Da hängt es damit zusammen, dass die Kostümfiguren, die ein Alleinstellungsmerkmal und ein Eyecatcher unseres Museums und Aushängeschild immer schon waren, Originalkleidungsstücke seit über 80 Jahren tragen, die mehr und mehr durch die Tragung und durch die Aufhängung Schaden nehmen. Da haben wir also letztes Jahr die Aktion gestartet, dass wir die Originalkleidungsstücke abnehmen. Wir wollen aber unsere Figuren weiterhin zeigen und deswegen sieht man sie weiterhin in Kleidungsstücken, in nachgemachten, nach originalen gefertigten Replikaten. Das ist also das Einzige, das ist jetzt der Häuptling, der bisher fertig ist, der mit Replikaten versehen ist. Alles andere, was Sie hier sehen, sind Originale, teilweise auch seltenste Sachen. Es gibt hier mehrere Objekte, die es nur noch 2-3 Mal auf der Welt überhaupt gibt. Gibt es dann weiterhin noch ein Fundus, wo Sie noch weitere Gegenstände eingelagert haben, die eventuell noch restauriert werden müssen oder die Sie nicht zur Schau stellen wollen, aus welchem Grund auch immer? Wir haben ein Depot wie jedes Museum und da liegen natürlich noch weitaus mehr Objekte, wie man hier sieht. Wir sind jetzt gerade dabei, einige kleine Umbau- und Renovierungsarbeiten hier in der Dauerausstellung vorzunehmen, wo wir auch einige Objekte, die bisher im Depot waren, nach draußen holen und sie zeigen. Dafür kommen andere Objekte, die jetzt mehrere Jahrzehnte zu sehen waren, ins Depot. Das ist eigentlich eine ganz übliche Praxis, wie es in jedem Museum gang und gäbe ist. Das ist hier ein neuer Tisch. Das ist für Kinder oder was stellt der Tisch dar? Genau, das ist unsere Kinderaktivebene sozusagen, dass man mit verschiedensten Sinnen auch die Welt der Indianer erfahren kann. Das passt hier eben zu diesem Kulturraum die Kulturräume, die hier gezeigt werden. Hier haben wir zum Beispiel eine schöne Station zum Fühlen mit Fell. Und hier muss man auch blind natürlich ertasten. Was haben denn die Indianer getauscht? Wir haben eine Geruchsstation, sogar Märchen können gehört werden. Und man kann sich auch so ein bisschen über Klischees informieren. Also haben die wirklich keinen Bart oder wie haben die sich überhaupt die Zähne geputzt? Weil Sie sagten gerade Märchen, haben die Indianer sich schon Märchen erzählt? Ja, ich würde mal sagen, Märchen ist eher der europäische Ausdruck. Theoretisch spricht man eigentlich von Legenden und das ist sehr wichtig. Also dieses mündliche Weitertragen von Traditionen, von Wissen. Also nicht so wie wir schreiben es in Büchern auf, sondern eher ich erzähle darüber und berichte die Geschichte.
Und da ist es ganz wichtig, es wird natürlich aufgepasst, dass man immer die richtigen Sachen erzählt. Wenn man einmal was Falsches erzählt, dann wird man auch korrigiert, sodass praktisch die Geschichte immer oder die Legende immer aufrechterhalten wird in dem wahren Ton. Ich wollte gerade sagen, damals gab es ja noch nicht eine Druckerei und Schreiben und Computer und sowas. Die Geschichte hat sich also mündlich von Urzeiten bis zum heutigen Tag fort. Genau, also Geschichte oder Legenden, ja. Ursprungsmythen, aber auch Verhaltensregeln werden eben durch solche mündlichen Gespräche am Lagerfeuer, wie man sich das auch vorstellt, aber natürlich auch im ganzen Alltagsbereich, werden so weitergetragen. Also es ist wirklich nicht nur, wo komme ich her, sondern wo möchte ich eigentlich auch hin, wie sollte ich mich verhalten, was ist wichtig, was ist im Umgang wichtig, im Alltag wichtig. Also das wird von Kindheit an weitergegeben, damit natürlich auch die Familie, der Stamm, der Clan zusammenwächst und eben den Ursprung kennt, aber auch den Umgang mit Tier und Umwelt erfährt. Dass die Historie also nicht verloren geht, der Stammbaum. Genau. Und hier kommt alles nochmal so im Spiel nach. Genau, hier kann man sozusagen nochmal mit den Sinnen erfahren, also nicht nur Objekte anschauen, sondern wirklich auch mal etwas anfassen, etwas berühren, vielleicht den Geruch wahrnehmen und wirklich mal eintauchen in die Welt der Indianer. Sie sind? Ich bin die Frau Anne Barnitzke und ich bin hier zuständig für PR und Marketing. Das Karl-May-Museum ist ja in Radebeul. Wie findet man das? Wie reist man da an? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu finden. Zum einen können Sie natürlich mit dem Auto anreisen. Kommt natürlich darauf an, woher Sie kommen. Von der A4 aus beispielsweise Abfahrt Radebeul immer Richtung dem Roten Kirchturm, weil direkt neben der Kirche ist unser Karl-May-Museum zu finden. Dann können Sie natürlich auch mit der S-Bahn anreisen bis nach Radebeul-Ost zum Hauptbahnhof oder Sie nehmen ganz entspannt die Tram und fahren dort bis zur Haltestelle Schildenstraße. Oder man fährt mit dem Fahrrad. Das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. Sie können ja den Elberadweg nutzen und nutzen dann auch wieder zur Orientierung den Roten Karl-May-Kirchturm sozusagen, also die Lutherkirche, und die ist direkt neben unserem Museum zu finden. Wie sind die Öffnungszeiten und Eintrittspreise? Also momentan haben wir Winteröffnungszeiten noch bis Ende März, haben wir von 10 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. Der letzte Einlass wäre dann 16.30 Uhr. Also unsere Eintrittspreise belaufen sich für Erwachsene auf 9 Euro. Und eine Familienkarte erhalten Sie für 20 Euro, das bedeutet zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und ermäßigt wären dann 7 Euro und Kinder bis 16 Jahre wären dann 3 Euro. Ich hätte noch eine Frage zur Organisation. Wird das über einen Verein getragen oder ist das über öffentliche Gelder, vielleicht sogar privat finanziert? Mhm. Also vielleicht können Sie kurz was zur Organisationsstruktur sagen. Ja, sehr gerne. Unser Karl-May-Museum ist privat, also ist eine private Organisation, ein privates Museum und wird getragen von der Karl-May-Stiftung. Und die Karl-May-Stiftung ist bundesweit oder ist das wirklich ein Dresdner Radebeuler? Das ist eine private Stiftung bürgerlichen Rechts, genau. Okay, vielleicht noch was zu den Besucherzahlen, wie das so aussieht, oder vielleicht haben Sie für den Sommer irgendein besonderes Angebot geplant. Irgendwie sowas wäre doch noch ganz nett. Besucherzahlen belaufen sich momentan auf rund 57.000 Besucher pro Jahr. Da sind wir sehr stolz drauf. Und wir haben natürlich auch für unsere Besucher viele Highlights zu bieten. Beispielsweise jetzt in den Winterferien 2018 werden wir sowohl die Kindermuseumsnächte jeweils an einem Mittwoch anbieten. Da geht es dann darum, dass die jungen Nachwuchs-Karl-May-Freunde dann einen Einblick bekommen, wie unser Museum funktioniert, welche Karl-May-Figuren lebendig werden, wie die Geschichten Karl-Mays lebendig werden und für sie erfahrbar werden. Also ein richtiges Erlebnis an einem Abend in den Winterferien. Und außerdem haben wir noch ein Bastelprogramm zu bieten in den Winterferien. Ansonsten ist ein ganz, ganz besonderes Jahr. 2018 ist nämlich unser 90. Geburtstag. Das Karl-May-Museum wird 90. Und im Zuge dessen werden wir zwei Sonderausstellungen für unsere Gäste zur Verfügung stehen haben. Liebste Karl-May-Figur? Meine liebste Karl-May-Figur ist Nchochi. Wissen Sie, wer das ist?
Ich nicht, weil ich nur die arabischen Geschichten gelesen habe und nicht die mit den Indianern. Also Njochi ist Winnetous Schwester und der Name bedeutet übersetzt schöner Tag. Und sie hat immer die Herren im Wilden Westen bezaubert. Und sie war eine sehr, ja, sehr beeindruckende Dame, finde ich. Natürlich, wenn Sie sagen orientalisches Werk, da muss ich sagen, Karabenemsi ist wunderbar, weil Karabenemsi ist das Alter Ego Karl Mays im Orient.